Wir bleiben gleich beim Gebrauchtwagen. Das ist heute, das Geschäft mit dem Gebrauchtwagen ist ja bekanntlicherweise deutlich mehr als das Fahrzeug am Platz anzupreisen und im Internet anzupreisen, auch wenn es da tolle Partner gibt. Und einen dieser Partner, der mehr als deutlich mehr als eine Gebrauchtwagenbörse bietet, ist der, diesmal nicht der Onkel aus Amerika, Marc, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, lieber Mario Kunz-Vauch, der Vertreter von Auto-Ankel, die mittlerweile auch in Österreich sind. Und der Mario wird uns da in einer kurzen Präsentation ein bisschen erzählen, wer ist denn Auto-Ankel und wie ist das Angebot. Und ich habe natürlich auch da ein Bild vorbereitet. Ich habe auch ein Bild für dich und übergebe jetzt aber gleich die Moderation an dich, eine Sekunde noch, damit du starten kannst. Viel Vergnügen mit deinem Vortrag. Danke, Mario. Ja, vielen Dank, Gerald. Und auch vielen Dank an den Martin Stache, an dessen Thema ich quasi nahtlos anknüpfe, nur vom Prozess her einmal vorgelagert, weil wir wollen ja, dass der Kunde zu Ihnen auf den Hof kommt und Ihnen das Fahrzeug anbietet und gleich einen Neu- oder Gebrauchtwagen bei Ihnen kauft. Und dafür sollten wir ihn heute online ansprechen. Und die Frau Dr. Kampfer hat das gestern schon gesagt. Also heute ist der Nutzer online unterwegs. Der hat mehrere hundert Kontaktpunkte, bevor der zu Ihnen ins Autohaus kommt. Und diese Autohausbesuche, haben wir gestern auch gehört, sind nur noch 1,3 Mal im Schnitt pro gekauften Fahrzeug. Und ja, vorher findet einfach eine lange Online-Recherche statt und eine zentrale Rolle dabei spielt die Webseite des Autohändlers. Also wir sehen das immer wieder im Kaufprozess des Kunden, dass der Kunde immer wieder ihre Webseite aufruft. Und da müssen Sie sich die Frage stellen, ist Ihre Webseite überhaupt bereit dafür, dass der Kunde immer digitaler unterwegs ist? Ist die bereit dafür, dass der Kunde über mobile Endgeräte zu Ihnen auf die Seite kommt? Und das ist ein Thema, das gucken wir uns an unter dem Motto, Fuß von der Bremse, Ihre Webseite kann mehr, weil die Kunden da heute einfach ganz viel erwarten. Ich teile jetzt mal hier meinen Bildschirm. Und Sie sehen jetzt hier die Präsentation. Ja, noch nicht im Vollbild, aber Eine Sekunde. in der Voransicht noch. Das dürften wir jetzt sehen, oder? Perfekt, jetzt ist alles sichtbar. So, ja, also hier nochmal die Überschrift: Fuß von der Bremse, Ihre Webseite kann mehr. Vielleicht einleitend kurz: Wer ist denn eigentlich Auto-Ankel? Wir sind gar nicht so klein, wie man vielleicht denken mag. Wir sind seit über 10 Jahren am Markt, sind ein Unternehmen mit Hauptsitz in Aarhus in Dänemark, arbeiten in 14 europäischen Ländern, haben in der Dachregion allein über 450 Kunden. Und wir sind ganz besonders stolz darauf, dass wir aus den Top 100 Handelsgruppen in Deutschland und Österreich über 30 Partner an unserer Seite haben, die auf unsere Tools setzen. Ja, in Summe sind wir über 80 Mitarbeiter und im deutschsprachigen Raum sind wir jetzt knapp unter 30 Kollegen. Ein kleiner Teil unserer Kollegen ist hier links mal aufgelistet, ja, sodass unsere Händler eben vernünftig betreut werden können. Ja, in Österreich sind wir eigentlich im letzten Jahr im Herbst erst so richtig gestartet, da ins Händlergeschäft zu gehen. Unsere Börse AutoAnkel.at, die ist da schon viele Jahre erfolgreich unterwegs. Das kennen auch einige von Ihnen, das kennen auch die Endverbraucher. Aber mit den weiteren Tools für die Händler sind wir im Herbst gestartet und ja, haben hier viele namhafte Händler dabei. Die Denzel-Gruppe, Papas, BMW, Slavicek, also alles Namen, die Sie kennen. Und wir gucken uns das gleich auch auf der Seite von Denzel mal an, was wir da so tun. Ja, vielleicht kurz zu mir. Ich bin Mario Kunz-Vauch, leite den Verkauf in Österreich, bin selbst jetzt knapp 10 Jahre in der Branche, seit 2 Jahren bei Auto-Ankel, habe vorher 5 Jahre lang ClassicTrader.com mit aufgebaut, das ist ein Online-Marktplatz international für Oldtimer und Sportwagen und war vorher bei Porsche, war in Stuttgart, ich war beim Importeur in Australien in Melbourne, wo ich selber auch Verkaufstrainings organisiert und begleitet habe, also für die Verkäufer. Und war auch im Porsche-Zentrum Dresden im Verkauf mit tätig. Ja, was ist unsere Stärke? Unsere Stärke bei Auto-Ankel ist der Dialog. Wir reden offen und ehrlich mit unseren Händlern. Wir reden auf Augenhöhe und wir sprechen oft auch unbequeme Wahrheiten aus. Und wir stellen Fragen, die sich viele von Ihnen auch dringend stellen sollten. Und dazu gehören, wie heben Sie sich eigentlich vom Wettbewerb ab? Wissen Sie eigentlich, was Ihr Bestand tagesaktuell wert ist? Wie kommen die Nutzer auf Ihre Seite? Oder wie sorgen Sie eigentlich dafür, dass der Nutzer auf Ihrer Webseite mit Ihnen in Kontakt tritt? Und wie gesagt, da spielt Ihre Webseite eine ganz große Rolle.
Und hier einfach mal ein paar Fakten, die wir kennen, weil wir sind sehr, sehr gut vernetzt mit CRM-Anbietern, mit Webagenturen und wir wissen eben, dass heutzutage 60-70% der Zugriffe auf Ihre Seite mobil erfolgen. Ist Ihre Seite für eine mobile Ansicht optimiert? Ja, dann wissen wir, 97% der Aktivität auf Ihrer Fahrzeuge, auf Ihrer Webseite sind in der Fahrzeugsuche. Das heißt, wenn ein Nutzer bei Ihnen auf die Webseite kommt, der will ein Fahrzeug kaufen, also müssen Sie ihm das schmackhaft machen. Und 98% der Besucher, das ist auch eine Tatsache, die besuchen Ihre Webseite, bleiben aber anonym. Die sind auf Ihrer Seite unterwegs und es geht hier wirklich darum, die Nutzer hier einzusammeln. Und wenn Sie das mal ausgewertet haben, einige von Ihnen arbeiten mit CRM-Systemen, dann werden Sie festgestellt haben, dass die Leads, die auf Ihrer eigenen Homepage entstehen, eine deutlich höhere Konvertierung haben. Die liegt so um die 10-15%, als das jetzt in den Börsen der Fall ist, wo wir eher 20 Leads brauchen, um ein Auto zu verkaufen. Und hier setzen wir eben auch mit unseren Tools an. Und Ihre Webseite, die macht Sie unabhängiger. Einerseits von den Herstellern, andererseits auch von den Börsen, weil da haben Sie in der Hand, was spielt sich eigentlich ab auf Ihrer Webseite. Das ist heute nicht nur eine Visitenkarte oder eine bessere Visitenkarte im Netz, sondern eine Webseite, die muss heute richtig was können. Und ein paar Punkte sind, dass Sie Ihre Nutzer auf der Seite nicht nur informieren, sondern die Nutzer auch führen. Das heißt, die muss für den Kunden attraktiv gestaltet sein. Die Webseite braucht kurze Ladezeiten. Wenn man am Handy ist und das lädt mehr als 2 Sekunden, Dann geht der Nutzer wieder weg. Ja, also achten Sie auf die Ladezeiten und Ihre Webseite muss beim Kunden das Bedürfnis wecken, ein Auto zu kaufen oder einen Werkstatttermin bei Ihnen zu buchen. Und da gibt es so ein paar Tipps und Tricks und die verraten wir immer in unseren Präsentationen, die wir einzeln mit jedem Händler individualisiert durchführen. Also wir analysieren exakt Ihre Webseite und geben Ihnen die Tipps, um Ihre Webseite da als Vertriebskanal zu stärken. Sie bekommen hinterher meine Kontaktdaten, können sich da gerne einen Termin buchen. Ja? Und letztendlich geht es auf Ihrer Webseite darum, die muss Leads generieren. Sie wollen an hochwertige Kundenkontakte und da kommen wir ins Spiel. Zum einen mit unserem Inzahlungnahmerechner, wo Sie direkt auf den Fahrzeugdetailseiten auf Ihrer Homepage hochwertige Leads generieren. Wir geben dem Kunden einen Überblick mit unserer Preisampel, dass er einfach sieht, woran er ist, wenn er sich die Preise bei Ihnen ansieht. Wir liefern vorqualifizierten Traffic, also Besucher von Autoankel.at auf Ihre eigene Webseite und wir liefern ein Tool zur Bestandsanalyse, dass Sie einfach sehen, was sind Ihre Fahrzeuge wert, wie müssen sich die Preise bewegen, dass die Autos kurz stehen und eine hohe Marge haben und das zeige ich Ihnen gerne mal am Live-Beispiel. Wir gehen hier jetzt mal auf die Webseite von der Denzel-Gruppe, mit denen wir auch arbeiten. Und die sagen hier ganz zentral, Denzel kauft Ihr Auto. Das ist ein Link, der führt auf eine Ankaufseite. Vielleicht haben Sie ja auch ein Ankaufformular auf der Seite. Da ist der Kunde überschlagen, wenn er da 100 Felder ausfüllen muss. Das möchte keiner bedienen, denn der Kunde ist heute bequem. Ja, der ist nicht faul, aber der ist bequem und da müssen wir ihn an die Hand nehmen. Und unseren Rechner hier auf der Ankaufseite zu integrieren, das ist das eine. Aber viel wichtiger ist, dass Sie hier sich um Ihre Fahrzeugsuche auf der Seite kümmern. Und wir zeigen hier zum Beispiel in der Fahrzeugsuche bei Denzel schon dem Nutzer, bevor er sich die Detailseiten ansieht, diese Autos sind fair eingepreist. Das heißt, wir bringen hier diese Ampel, die Sie auch aus den Börsen heutzutage kennen, direkt auf Ihre Webseite mit dem großen Unterschied, dass wir nur die Autos damit hervorheben, die besonders gut eingepreist, nämlich in 3 grünen Abstufungen. Die wird ausgeblendet, wenn die auf gelb oder rot springt. Und wenn wir jetzt hier mal auf so eine Fahrzeugdetailseite draufgehen, dann kann sich der Nutzer natürlich schön informieren, findet auch hier die Ampel nochmal und hat dann hier auf der Seite die gängigen Kontaktmöglichkeiten. Ja, der kann hier die Verkäufer anschreiben oder anrufen, kann hier seine Anfrage stellen. Und gerade die jungen Leute von heute, das hören wir immer wieder, die haben keine Lust mehr, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Das heißt, wir müssen denen das anders schmackhaft machen. Und deshalb spielen wir hier das Thema Inzahlungnahme direkt auf der Fahrzeugdetailseite einmal hier mit diesem festen Button. Und Sie sehen das hier unten nochmal mit so einem kleinen Chatfenster. Ach, ich habe vorhin schon mal drauf geklickt. Jetzt ist das, also wir haben das sonst ein bisschen größer. Aber wenn wir hier auf diese Buttons draufgehen, öffnet sich unser Inzahlungnahmerechner direkt auf den Fahrzeugdetailseiten und spricht eben den Kunden an, der noch ein Altfahrzeug zu Hause hat. Das muss erst weg, dann kann er sich um die Neuanschaffung kümmern. Und das Ganze findet hier auf Ihren Detailseiten statt, weil der Nutzer eben da angesprochen wird, wo er nach Fahrzeugen sucht. Das Ganze ist natürlich optimiert für die mobile Anwendung. Also alles, was ich hier mit einem Klick bediene, kann ich auch mit einem Fingertipp bedienen. Und hier gibt der Kunde jetzt sein Fahrzeug ein und ermittelt darüber einen ersten Ankaufwert
für das eigene Fahrzeug. Ja, wir haben es vorhin bei Auto 1 gehört, der Nutzer kommt dann zu Ihnen, das Auto muss vor Ort natürlich nochmal bewertet werden, aber bevor der soweit ist, möchte der einen Preis wissen, erstmal unverbindlich online auf Ihrer Webseite. Ja, und ich lege hier einfach mal los, ich gebe hier immer gerne das Auto meiner Frau ein, das ist ein Skoda Fabia Kombi und dann starten wir und Sie sehen, wie zügig das geht. Das ist ein Skoda Fabia, der ist aus dem Jahr 2016, das ist ein Benziner mit 90 PS TSI Motor aus der Style Edition. Das Ganze ist ein Kombi mit Schaltgetriebe. Der ist jetzt so 54.000 Kilometer gelaufen und die Farbe ist weiß. Und das war schon die ganze Fahrzeugvorauswahl. Das heißt, der Nutzer wird hier nicht überfordert, dass er die Fahrgestellnummer eingeben muss. Die hat er sowieso in dem Moment nicht zur Hand, sondern gibt sein Auto hier ein. Wir ziehen uns automatisch die typische Ausstattung. Der Nutzer kann auch sagen, ja, ich habe hier vielleicht noch die Dachreling und die Einparkhilfe dabei. Geht dann hier schon auf weiter. Wir fragen nach der Mailadresse. Und die Mailadresse ist ein Merkmal, das gibt man schon eher mal heraus als ja die vollständige Anschrift oder vielleicht die Kontonummer, das macht ja keiner. Aber dadurch, dass wir das im ersten Schritt fragen, nimmt es dem Kunden die Hürde, auch weitere persönliche Angaben zu machen. Deshalb, es gibt hier immer auch den Namen, die Telefonnummer und die Postleitzahl des Kunden, also alles Angaben, die Ihnen vielleicht sonst bei den bekannten Leadquellen einfach fehlen, sondern wir fragen es immer ab, um hier eine gute Leadqualität sicherzustellen. Wir fragen, ob Interesse an der Finanzierung und an der Probefahrt besteht und der Kunde kann uns auch mitteilen, was möchte er denn für sein Auto haben, dass Sie wissen, was in ihm vorgeht. Der kann uns noch mitteilen, dass er hier innerhalb eines Monats eintauschen will, dass Sie unabhängig von der Eile des Kunden, den im Nachgang natürlich so schnell wie möglich kontaktieren sollten. Das brauche ich Ihnen nicht mehr erzählen. Das ist heute so, dass wir hier Kontaktzeiten empfehlen, die unter 2 Stunden sind. Bei manchen Herstellern ist das auch Vorgabe. Kunde stimmt auch hier aktiv den Datenschutzbestimmungen zu und damit wir hier sicher unterwegs sind, sichern wir das im sogenannten Double Opt-in ab. Das heißt, ich gehe jetzt hier in mein Postfach. Hier finden wir gleich die Mail von AutoUncle, wo der Kunde einfach auch transparent nochmal sieht, welche persönlichen Angaben hat er hier gemacht. Und erst wenn er sich hier entscheidet, ich bestätige das Ganze, dann bekommt er den Preis angezeigt und erst in diesem Moment entsteht das Lead für Sie. Und der Kunde kriegt jetzt hier seinen Preis zwischen 7.200 und 8.000 Euro. Im Hintergrund haben wir den Marktwert ermittelt. Der liegt so um die 10.000 Euro, ziehen davon natürlich Ihre Marge ab. Und die können Sie bei uns vollumfänglich einstellen und spielen dem Kunden das hier an geben ihm hier zu verstehen, das ist ein statistischer Orientierungswert. Das Auto muss natürlich vorgeführt werden. Er sieht hier, ich kaufe lieber jetzt ein Auto hier bei der Firma Denzel als in 3 Monaten, weil dann gibt es 300 Euro weniger für den Skoda. Und hier auch die Erinnerung an die steigenden Reparatur- und Wartungskosten. Ich will es Ihnen hier nochmal zeigen, eine Integration über Identity. Also wir haben ganz viele Partner auch in Österreich, sind hier direkt in den Identity Showroom mit integriert. Kann ich Ihnen auch nur empfehlen, das heute so darzustellen. Sie kennen diese alte Ansicht, das sieht noch so nach 90er Jahre aus. Heute ist das hier ganz modern, wo das vollumfänglich mit eingebunden wird und ist also sehr einfach umsetzbar. Also hier sollten Sie einfach auch die Fahrzeugdarstellung auf Ihrer Seite im Blick haben, ja, dass der Nutzer hier gut angesprochen wird. Ja, was hierbei entsteht, das ist nicht nur ein Preis für den Kunden, sondern auf der anderen Seite entsteht ein ganz hochwertiges Lead für Sie im Autohandel. Sie sehen, wann ist die Anfrage gestellt. Sie kriegen den Namen, die verifizierte Mailadresse, die Telefonnummer. Sie wissen, wo kommt der Kunde her. Sie wissen, der will finanzieren und Probe fahren. Ja, Sie haben ganz viel Information und hier über den Link führt sich es wieder zurück auf die eigene Webseite, wo wir sehen, das Interesse lag jetzt hier an dem BMW in dem Fall, dass Ihre Verkäufer auch wissen, was will der Kunde kaufen. Wir wissen, der Kunde will vorführen. Wir kriegen die kompletten Fahrzeugdaten und die Info, was haben wir dem Kunden als Preis ausgespielt. Den Preis kriegt er übrigens sofort. Ja, er muss nicht 10 Minuten warten, sondern er kriegt das hier online sofort ausgespielt. Und diese Datengrundlage, wie wir Fahrzeuge bewerten, die kommen aus dem Markt. Wir haben den gesamten österreichischen Fahrzeugmarkt immer im Blick. 130.000 Fahrzeuge, wo wir wissen, wie lange stehen die, wie sind die ausgestattet wie sind die eingepreist und können eben darüber immer sehr genau einen Marktwert ermitteln, den wir hier sehen. Das kriegt der Kunde natürlich nicht zu sehen, sondern der kriegt immer den um die Marge bereinigten Preis. Das heißt, Ihre Verkäufer haben mit diesem Lead alles an der Hand, um den Kunden anzurufen, zu sich einzuladen zur Probefahrt, aber auch zur Bewertung des Fahrzeugs. Ja, damit Sie auch den Erfolg messen können, ist, wir haben noch so ein kleines Tool, was Ihnen hier ganz viele Statistiken liefert. Ganz wichtig, wir sehen, wir haben zum Beispiel immer hier Kundendaten, 38 Leads wurden hier erzeugt, die Kunden haben eine Rückmeldung gegeben und 8 haben gesagt, sie haben ein Auto gekauft. Das heißt, aus diesen Leads haben wir in diesem Praxisbeispiel eine Konvertierung von über 20% vom Lead zum verkauften Fahrzeug. Das muss uns erstmal einer nachmachen an der Stelle. Ja,
Damit Sie Kunden auf Ihrer Seite einsammeln können, brauchen Sie natürlich Besucher auf der Seite. Und das machen wir über Autoankel.at, was gar keine Gebrauchtwagenbörse in dem Sinne ist, sondern eine Metasuche. Wir fassen hier den gesamten österreichischen Fahrzeugmarkt zusammen. Aber das machen wir nicht nur in Österreich, sondern in 14 europäischen Ländern. Und wenn ich jetzt hier mal eine leere Suche abschicke, sehen wir hier wieder die knapp 130.000 Fahrzeuge. Der Kunde kann hier suchen, sich eine Merkliste erstellen. Also wie man es von der guten Seite heute auch gewohnt ist. Und wenn Sie fragen, wer sucht denn bitte bei Autoankel? Die gehen doch alle zu Autoscout oder zu Willhaben. Wir haben einen ganz anderen Ansatz. Wir sammeln den Kunden nämlich direkt bei Google ein. Ich habe jetzt hier mal gegoogelt Citroën C4 Cactus gebraucht kaufen in Linz, also so wie ein Benutzer das auch machen würde. Dann kommen hier natürlich erstmal die ganzen Anzeigen, die sich hier dafür 70 Cent oder 1 Euro, je nachdem, hier kaufen kann. Aber hier in den organischen Ergebnissen, da wird es interessant, weil wir hier nämlich sehen, Autoankel spielt hier immer ganz vorne mit. Ich gehe jetzt hier auf das Suchergebnis und kriege entsprechend meiner Suchanfrage alle Fahrzeuge, die diesen Kriterien entsprechen, direkt bei Autoankel angezeigt. Wir sehen, die sind hier in dem Fall fair eingepreist. Und wenn wir mal auf eine Detailseite gehen, kann sich der Kunde hier weiter informieren, sieht, das ist fair. Wir sagen, das Auto ist sogar noch höher bewertet. Der Kunde weiß, Mensch, ich kann hier 200 Euro sparen. Das mag der Kunde. Und hier haben wir aber keine Kontaktmöglichkeit drauf, denn wenn der Kunde mehr wissen will, dann geht es hier auf mehr Infos zum Auto. Der Kunde wird weitergeleitet. Und zwar direkt auf Ihre eigene Webseite, wo er dann wieder mit Ihnen in Kontakt treten kann, wie wir das gerade bei Denzel gesehen haben. Hier ist das Kontaktformular. Er kann aber auch die Inzahlungnahme rechnen oder Sie hier anrufen. Und so einfach kriegen wir den Benutzer auf die Seite. Und ja, zum Schluss noch ein Blick auf unser Bestandsanalyse-Tool Autoankel Analytics. Das gibt Ihnen hier ganz einfach einen super Überblick über den eigenen Fahrzeugbestand, wo Sie sehen, sind Sie hier fair unterwegs, sind die Autos etwas zu teuer im Vergleich zum Markt. Und hier mal zwei Anwendungsfälle. Wir können natürlich schauen, welche Autos sind denn in Ihrem Bestand etwas zu teuer und haben deshalb hohe Standzeiten. Denn wir sehen immer auch, wie lange steht das Auto bei Ihnen am Hof? Wann ist zuletzt der Preis angefasst worden? Und hier sehen wir 279 Tage. Das tut weh. Ja, 20 Euro kostet, sind die Standkosten am Tag. Das haben wir gestern in den Vorträgen erst wieder gehört. Und hier sehen wir, woran liegt das, dass der so lange steht? Naja, der ist hier mit 17,530 eingepreist. Aber erst ab 17,4 sprechen wir von einem fairen Preis. Und das sagen nicht wir, sondern das sagt der Markt. Und vergleichbar ausgestattete Fahrzeuge sind hier in Österreich mit 16,2 im Durchschnitt im Angebot. Das heißt, hier kann man ganz einfach den Preis optimieren, damit das Auto nicht so lange steht. Geht natürlich auch andersrum, wenn wir mal schauen, welche Autos sind denn hier besonders gut eingepreist. Weil wenn Sie eins nicht wollen, dann ist es Marge verschenken. Und dann können wir mal schauen, hier ob wir hier ein Beispiel finden. Ein Fahrzeug, das steht jetzt hier 14 Tage. Und ja, wir sehen, das ist hier schon optimal eingepreist mit 29,340 bis 19,4 könnte man hier hochgehen. Wir könnten aber auch in den fairen Preisbereich gehen, hier noch ein paar hundert Euro rausholen, denn der Marktdurchschnitt sagt, das Auto ist hier mit 31.000 Euro durchschnittlich im Angebot. Und diese Bewertung dahinter, das machen wir natürlich immer pro Markt. Das heißt, wir haben in Deutschland andere Bewertungen als in Österreich oder in Dänemark, weil jeder Markt ja hier seine spezifischen Begebenheiten hat. Das heißt, Sie vergleichen sich hier immer mit dem österreichischen Markt dann in dem Fall. Ja, wichtig ist, die Leads können wir in alle gängigen CRM-Systeme einspielen, weil Ihre Verkäufer, die sind wie der Nutzer, die sind auch manchmal etwas bequem, das wissen Sie, und die Verkäufer möchten, dass die Leads in ihre eigenen Systeme gehen, damit sie nicht noch ein weiteres System bedienen müssen. Deshalb können wir die Leads hier in das S4 beziehungsweise in das Catch einspielen. Wir arbeiten mit F-Sales zusammen und ja, können ganz einfach unsere Module auf jeder Webseite integrieren, arbeiten mit allen großen Agenturen. Und wenn Sie vielleicht schon S4-Kunde sind, dann kennen Sie Autoankel vielleicht schon, weil die Preisbewertung, die Sie im Catch sehen, da steckt Autoankel dahinter. Ja? Ja, wenn Sie weitere Fragen haben, ich schicke dann dem Gerald nochmal den Link hier zu unserer Landingpage in Österreich. Hier können Sie sich ganz einfach eintragen. Kurz Ihre Kontaktdaten rein, wir rufen Sie an, dann planen wir einen Termin mit Ihnen und dann gehen wir mal ganz ausführlich auf Ihre eigene Webseite an und zeigen Ihnen, wie wir Sie da in dem Bereich erfolgreich machen können. Ja, zum Schluss vielleicht noch zwei Zitate aus dem österreichischen Markt. Ich habe neulich einen Ihrer Händlerkollegen zum Thema Digitalisierung gefragt und der sagte, ja, das ist für mich ein Klotz am Bein, aber Jammer nützt nichts, wir müssen die Sache angehen und wir helfen eben dabei, dass das Thema Digitalisierung einfach ist. Und ein anderes Zitat hier aus der Denzel-Gruppe, dass es eben sehr wertvoll ist zu wissen, dass der Kunde vorher eintauschen möchte, bevor das Auto durchkalkuliert ist und Sie keinen Spielraum mehr haben. Und wir sehen uns also immer als Berater
Wir sind deutlich mehr als nur ein Lead- oder Traffic-Lieferant, sondern wir wollen sie wirklich digital erfolgreich machen. Und wir sagen, wir sind der gute Onkel, der sich auskennt. Ja, der gute Onkel, den Sie fragen, wenn es um Ihre Webseite, wenn es um die Online-Lead-Generierung geht. Und ja, bei weiteren Fragen freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme. Wunderbar. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank, Mario. Der Vorteil bei diesem System ist, dass die Leute uns nicht stören können, weil wir sie ja nicht zugeschaltet sind. Aber ich merke auch an den Fragen, dass doch die Aufmerksamkeit sehr hoch ist. Und ich finde auch, dass dein Vortrag sehr interessant ist, weil es ein neuer Ansatz ist. Eine Frage habe ich dazu bekommen. Die Zahl der Fahrzeuge, werden dann nur Händlerfahrzeuge oder auch private Fahrzeuge angezeigt? Auf autoanker.at werden sowohl Händler als auch Privatfahrzeuge angezeigt. Wir okay. sehen aber gerade, wenn es darum geht, die Fahrzeuge, die gerne eingetauscht werden, das sind ja überwiegend junge Gebrauchtwagen und das orientiert sich dann schon im Vergleich ganz stark an den Händlerfahrzeugen, die ja auch viele junge Gebrauchte da am Markt haben. Also. Ganz klar. Dann war noch die Frage, die Zahl von 98% der Website-Besucher, die ohne Abgabe ihrer Kontaktdaten die Seite wieder verlassen. Könnte man das optimieren oder verbessern, diese Situation? Muss man Kinokarten verschenken, damit sich die Leute registrieren? Oder? Nein, also das geht. Es gibt ein paar Dinge, die man tun kann. Das ist einfach der Blick auf die Webseite. Es gibt so ein paar Tipps und Tricks, die wir kennen, die wir gerne im individuellen Gespräch verraten. Zum Beispiel, dass so ein Kontaktbutton vielleicht nicht rot sein sollte oder orange, was ja Warnfarben sind, sondern dass man den einfach in grün oder blau mit einer positiv besetzten Farbe gestaltet. Oder dass man, wir haben gestern den Vortrag vom Probefahrten-Butler gehört, ja, dass man... Jeder Nutzer sucht sich den Kontaktweg, der für ihn am besten ist. Und für den einen ist es die Probefahrt, für den anderen ist es die Inzahlungnahme und für den nächsten ist es das Telefon. Das heißt, diese Möglichkeiten sollte man auf die Seiten bringen. Und allein mit unserem Inzahlungnahmerechner heben wir die Konvertierung auf der Seite aus ihrem Traffic um über 1% an. Das heißt, wir gehen von 1,8% Konvertierung vielleicht auf 2,8% Konvertierung. Das ist ein ganz starkes Tool, was den Nutzer anspricht. Aber hier beraten wir auch gerne nochmal individuell. Ja. Okay. Und Ansprechpartner, Mario, bist du oder dein Kollege? Das heißt, die Kontaktdaten schicken wir weiter und du trittst damit den Leuten in genau. Kontakt. Genau. Gerne jederzeit an mich. Ich bin auch in erster Linie der Ansprechpartner für die Präsentation mit den Kunden. Aber auch meine Kollegen vereinbaren gerne diesen Termin mit Ihnen. Also ich kann nur empfehlen, hören Sie sich das einfach mal an. Wir gehen wirklich im Detail auf Ihre Seite an und wir wollen einfach Ihre Homepage als Vertriebskanal stärken, weil das wird immer wichtiger und hier stehen wir als Partner einfach gern an Ihrer Seite. Alles klar, wunderbar. Lieber Mario, herzlichen Dank für deinen Vortrag. Sehr gerne. Du stehst dann für Fragen sicher auch zur Verfügung, wenn es über den digitalen Weg oder dann im Nachgang über das Telefon läuft. Vielen lieben Dank. Jawohl. Und viel Erfolg. Danke auch.